Also nicht, dass Sie jetzt glauben, ich bin dort in Paris in einer Auslage nackert gesessen mit einer roten Lichterkette um den Bauch gewickelt. No, no, no. Ich war dort angestellt. Als Tänzerin. Danseuse. Nicht Stripperin. Tänzerin. Wir ziehen uns dort ja auch gar nicht aus. Nein. Wir kommen oben ohne auf die Bühne. Arme rauf und runter und Kopf und Kopf und Kick und Zack und Dreh und Jobsplit! Gesprungener Spagat. Mit dem Ding haben wir unseren Charakter zeigen müssen. Würden Sie für ein 11 Quadratmeter Loch 790 Euro zahlen? Die wohnen da teilweise in Schuhschachteln von 10 bis 12 Quadratmetern. Ich meine, da kann man am Klo sitzen und fernschauen, gleichzeitig das Essen im Kochtopf umrühren und wenn wer anläutet, macht man einfach den anderen Arm in die andere Richtung und macht die Tür auf. Für 790 Euro. Ich kann das Lied schon nimmer hören. Es ist mir fast zum Rehren. Der Kitsch ist einfach grauslich. Sind Sie in Paris schon einmal mit der U-Bahn gefahren? Bis man da umsteigen kann, hat man unterirdisch mindestens 7 Kilometer zurückgelegt. Und rück und dredel, dredel, dredel und das Zwergerl. Und rühren und Bockschau. Mein Name ist Cathy Lafolle.